Ja, hier lustige Sache. Und zwar hatte ich gerade mit den beiden Funktionsgeneratoren, also eigentlich nur mit einem, hatte ich versucht, ein Glas zum Zerspringen zu bringen. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich einfach noch mal, ich hatte ja schon mal so ein Experiment gemacht mit zwei Funktionsgeneratoren als Synthesizer. Und dann habe ich den einfach kurzerhand hier auch noch mal angeschlossen. Und die haben jetzt beide die Möglichkeit für einen Sweep-Modus, das heißt also ein wellenförmiges An- und Abschwellen von Frequenzen, also von einer niedrigen zu einer hohen Frequenz und wieder zurück. Dann habe ich jetzt gerade nur so ein bisschen rumgefummelt und habe so ein schönes Motorgeräusch hier rausgekriegt. Und zwar habe ich hier habe ich ja auf 35 Hertz. Und der hier steht auf 20 Hertz. Und der geht, das ist hier der Function Out zum VCF In. Und hier der Output, der geht halt zum Lautsprecher, ne? Ja, und da kann man sehr lustige Effekte erzeugen. Die Box ist halt begrenzt in dem, was sie an Bässen so darstellen kann. Und zwar kann ich jetzt hier die Frequenz erhöhen. Oder absenken. Na, jetzt hört man diesen Sweep-Modus. Oder Sweep-Funktion wird auch Wobbler genannt. Oder Wobble. Im Angelsport gibt es ja auch Wobbler. Das sind so künstliche Köder, die sich so echt bewegen können wie echte Fische. So, und jetzt kann ich hier auch die Stop Frequency, also das Maximum der Sweep-Frequenz einstellen. Je nachdem klingt es dann immer anders. Es geht hier auch. Hier kann ich die Sweep-Breite verändern. Ja, jetzt gibt da ein bisschen Gas sozusagen. Hat einmal mal so Aussetzer, wenn ich die Rate runterstelle. Wenn ich die hochstelle, dann läuft er ganz rund. Ist doch voll lustig, kann man also Sounds, ja. Künstlich herstellen sozusagen. Symmetrie kann man auch einstellen. Ist aber dann in diesem Fall nicht so zweckdienlich. Verschiedene Wellenformen. Das ist jetzt Sinus, Dreieck, Triangle und das ist Square. Sweep Time. Kann ich hier die Frequenz natürlich auch hochdrehen.
Jetzt erhöht sich die Drehzahl sozusagen. Ich kann aber auch eine Stufe höher gehen. Klingt dann nicht so gut. So ist es am schönsten, finde ich. So ist wie so ein, ja, es könnte auch ein Flugzeugmotor sein, ne? Irgendwie so ein Sternmotor oder so. So, was haben wir hier? Offset. Kann man auch noch mit rumspielen. Symmetrie. Ist jetzt aus. Symmetrie an. Das ist die Menge der Symmetrie, nach rechts ist mehr. Kann hier auch andere Wellenformen wählen, das ist jetzt Sinus, Rechteck, Dreieck. Immer noch tiefer. Haben wir jetzt einen ganz langsamen Leerlauf. Wie bei einer Harley. Muss mal an die Tür. Ja, war kurz die Nachbarin an der Tür. Ja, lustig. Hier kann man jedenfalls... Also ein tolles Motorgeräusch hinkriegen. Was kann man denn noch einstellen? Sweep Frequency. Sweep Time. So, jetzt hat er so ein bisschen... Leerlaufstörung. Läuft ein bisschen unrund, ne? So, jetzt fahren wir Landstraße. Ja, voll lustig. Wollte ich euch noch mal kurz zeigen, ne? Was man mit so zwei Geräten aus dem... Oh, jetzt läuft er aber sehr unrund.
was man mit zwei Geräten aus dem Messbereich eigentlich, also aus dem Werkstattbereich, Laborbereich, was man da machen kann. Ne? Ja, voll lustig. Jo, das war's schon. Wollte ich noch mal kurz zeigen. Jo, macht's gut. Genießt das schöne Wetter. Solange es noch schön ist. Ich habe gerade vorhin noch ein Eis gegessen. Solange es noch welches gibt, weil die macht am 3. Dezember schon wieder zu. Unsere Italienerin hier im Dorf, die Francesca. Jo, alles klar, bis dann.